Camembert gebacken mit gebackener Petersilie und Preiselbeeren. Gastro-Klassiker aus den 80er Jahren. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Und ich verspreche euch eins, ihr macht es viel zu selten. Oh, ist das lecker. Käse, Camembert gebacken, mehr Großmutter geht überhaupt nicht. Was wir dazu brauchen, wir müssen ihn panieren. Ich habe Mehl, ich habe Ei, ich habe Panierbrot, die ganz normale Geschichte und natürlich zwei schöne junge Camembert. Wildpreiselbeeren kommen nachher als Garnitur gerne dazu und die Petersilie und die spielt eine ganz große Rolle in meiner Küche. Zuallererst wollen wir den mal panieren. Nun kann man natürlich so einen kleinen Camembert, so wie er ist, jetzt in Mehl, Wenden, Ei und Panierbrot. Aber ich habe dann immer das Gefühl, die Dinger sehen dann aus wie gekauft aus der Tiefkühlabteilung. Deswegen mache ich es ein bisschen anders. Ich möchte es lieber in solchen Ecken haben, weil die habe ich tiefgekühlt noch nirgendwo gesehen. Hier habe ich schon mal ein Öl erwärmt. Ich habe hier so einen ganz kleinen Tropfen Wasser, den gebe ich da mal mit hinein. Und wenn das hier an zu knistern fängt, dann weiß ich, ich habe die richtige Temperatur. Hört mal, ich gehe mal ran. Ja, es fängt schon an. Aufpassen mit einem Topf voller Öl auf dem Herd. Kleine Kinder, ganz gefährlich. Wenn da jemand angreift, ich möchte es nicht mir vorstellen. Seid bitte vorsichtig. Und niemals vergessen, sobald ihr fertig seid, schiebt den Topf an die Seite, lasst ihn in Ruhe auskühlen. Wenn ihr den auf der Platte vergesst, kann es zu einem Feuer kommen. Aufpassen. Wer eine Fritteuse hat, nimmt bitte eine Fritteuse. Mein Ei, was ich hier schon angeschlagen habe, würze ich nochmal ganz leicht mit Salz und Pfeffer, weil die Panade nimmt mir ja schönen Geschmack weg von meinem Käse. Und deswegen hier noch ein bisschen Gewürz dazu. Rucki zucki und dann wollen wir panieren. Wie bei einem Wiener Schnitzel. Erst im Mehl, ein bisschen abpudern und dann rein ins Ei. Das Mehl, wozu dient das nochmal? Das Mehl ist nachher so im Prinzip die kleine Verbindung zwischen Ei und dem Käse. So bleibt das Ei ein bisschen besser kleben und dann rein ins Panierbrot. Das Panierbrot darf ruhig ein bisschen angedrückt werden. So, und ihr seht schon, da gibt es ganz, ganz viele Stellen, die haben jetzt ganz schlecht Panade angenommen. Deswegen machen wir das Ganze noch einmal. Wir geben die schon vorpanierten Stückchen noch einmal ins Mehl, wieder abpudern, noch mal rein ins Ei und dann ins Panierbrot. Und jetzt können wir sicher sein, dass der Camembert von allen Seiten richtig schön im Brot eingewickelt ist. Das machen wir mit allen Stücken. So, wenn wir unsere Camembert-Stückchen paniert haben, geben wir sie jetzt portionsweise in unser heißes Fett hinein. Das heißt, pro Person rechnen wir jetzt mal 4 Stücke und backen sie jetzt erst einmal goldgelb. Von hier sehen sie aus wie Krapfen. Ja, Käsekrapfen sozusagen. Wichtig ist, die haben sich jetzt mit Fett vollgesogen. Deswegen solltet ihr die auf einem Teller mit einem Küchenpapier erst einmal parken. Schaut mal, so sehen sie doch schon richtig lecker aus. So, das Problem ist, bei einem Camembert, wenn ihr den zu lange drinnen lasst, hier ist so ein wunderbares Beispiel, dann fängt der Käse dort an herauszulaufen. Carmen, kannst du das erkennen? Das darf er, mehr ist schlecht. Das haltet ihr warm und schnell die zweite Portion. Gleich hinterher, gleich rein ins heiße Fett und schon habt ihr zweimal Camembert gebacken. So, und auch die zweite Portion, schaut mal, also dass der braun ist, das ist ja klar, aber da, an der Stelle, da läuft schon wieder der Käse heraus. Raus damit! Nicht zu lange drinnen lassen, auch den warm halten, einen Schritt müssen wir noch machen. So, der Käse steht jetzt so bei 40 Grad, ein bisschen warm, jetzt kommt die versprochene Petersilie ins Spiel. Wir rupfen von unserer frischen Petersilie jetzt nur die oberen Röschen mal so ab. Dafür braucht ihr relativ viel. Und diese Petersilie kommt jetzt in das heiße Fett. Schwupps.
So, einmal kurz frittieren. Was machst du da? Und rausnehmen. Und auch die lassen wir jetzt ein bisschen trocken werden. So, da haben wir unsere gebackene Petersilie. Die braucht noch ein ganz klein bisschen mehr Salz. So, und diese wunderbare gebackene Petersilie, die geben wir jetzt locker über unseren Camembert gebacken. Oh, das sieht ja schön aus. So, ich gebe zu, ich habe es selber ewig nicht gegessen. Und ich weiß immer nicht, was das Beste ist. Ist es der Käse? Ist es die gebackene Petersilie oder am Ende doch die Preiselbeeren oder alles zusammen? Ihr werdet es mir sagen. Jetzt wollen wir den mal anschneiden. Immer das gleiche Theater mit dir. Ess einfach. Diese Dinge gibt es fertig zu kaufen, tiefgekühlt. Aber habt ihr einen vernünftigen Camembert oder Brie und ihr habt ein bisschen Mehl, ein Ei und ein bisschen Panierbrot, macht euch das selber. Es schmeckt anders, ihr fühlt euch anders. Und es macht richtig Spaß. Weitere Rezepte werden oben eingeblendet. Kamerafrau Carmen, irgendwas läuft dir da jetzt am Kinn herunter. Naja, du hast immer Hunger. Das wissen wir alle. Aber soll deins sein. Wir haben euch lieb und tschüss. Wir haben euch ganz doll lieb. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das sieht richtig geil aus.